Ja, jetzt haben wir den Peter hier, der ist mir letzte Woche durch die Lappen gegangen nach dem Spiel. Ihr wart ja ziemlich froh um den ersten Sieg und musstet da ein Bierchen drauf trinken, denke ich. Wie ist jetzt die Lage der Mannschaft einzuschätzen nach drei Spielen? Ja, ich denke mal, wenn man die anderen Ergebnisse sieht, sind wir relativ sehr gut gestartet. Uns hätte natürlich hier in Turo noch ein Pünktchen gut getan. Aber ich denke mal, man sieht, dass wir in der Liga mithalten können. Es werden bestimmt noch einige Kracher kommen nächste Woche zum Beispiel, wenn wir eine Rede fahren. Aber im Prinzip denke ich schon, dass wir in der Liga angekommen sind und ich denke mal auch mithalten können. Ich habe die Tage mit dem Ingmar gesprochen, der sagte, er hat am Anfang der Saison gedacht, so 6, 7 Vereine spielen oben mit und der Rest um den Abstieg. Jetzt hat er gedacht, nach den ersten Ergebnissen vielleicht 2, 3, vielleicht 4 oben und der Rest spielt um Mittelfeld oder Abstieg. Siehst du das auch so? Ja, wenn man jetzt die Tabelle so sieht oder die Ergebnisse, könnte der Ingwer recht haben. Nur ich denke mal, vielleicht ist es da noch etwas zu früh in der Serie. Vielleicht muss man da noch abwarten, weil guck mal Bösinghofen, am Sonntag 4-1 verloren. Das Ergebnis sagt nichts aus, weil der Ingwer da war. Sehr gut gespielt und trotzdem verloren. Und das spielt natürlich bei uns in den Karten, weil die haben wir erstmal unten. Von daher ist, das kann also noch viel passieren. Ich denke mal, so nach dem 10., 11. Spieltag, da kann man vielleicht so ein kleines Resümee verfassen. Aber ich denke mal, im Moment für uns, Sie sehen, wir sind sehr gut gestartet. Wäre natürlich schön, oder du musst im Grunde heute einen Dreier nachlegen, dann bist du also voll im Soll. Was kannst du sagen über die Leute, die ihr in der Sommerpause verpflichtet habt? Haben soweit alle eingeschlagen, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder müssen noch welche spät zünden? Ja, ich denke mal, dass, ich sag mal, den einzigen erfahrenen Oberligaspieler, den wir geholt haben, den Kevin, der hinkt noch so ein bisschen hinterher. Aber ich denke mal, sonst alle Leute, die wir geholt haben, ob der Kani oder Miles, Bogatski, ich denke mal, die hauen sie im Training voll rein. Und die in der Stammelf sind, sieht man ja zum Beispiel, Miles finde ich überragend, überragende Partien gespielt. Also ich denke mal, mit den Leuten haben wir wirklich Glück. Erstmal vom Sportlichen und auch von den Menschen passen sie wirklich sehr gut in die Mannschaft. Okay, jetzt habe ich eben schon mit dem Willi gesprochen. Heute hatten wir eben 34,5 Grad, wird wahrscheinlich noch wärmer. Was können wir heute erwarten? Müssen wir zeigen, wie fit wir sind, oder wird das nur über den Willen entschieden heute? Ja, ich denke mal, der Letzte. Ich denke mal, heute muss man einfach, werden so Spiele über den Kopf entschieden. Du kannst heute eine Mannschaft vor dir haben, die vielleicht zwei Klassen besser spielt, aber schon jetzt am Jammern ist, boah, ist so warm. Ich denke mal, die wird dann noch ins Spiel kommen. Ich denke mal, heute 90% wird über den Kopf entschieden. Und wer am fittesten im Kopf ist heute, denke ich mal, der gewinnt. Also heute musst du wirklich über den Kopf gehen und sagen, du musst durchspeisen 90 Minuten. Und ich denke mal, dann... Da haben wir einige Leute von und heute wirst du alle Auswechselkontingente davon Gebrauch machen müssen, um mal durchzukommen. Wir haben im Schiri gesprochen, wir werden zwischen den Halbzeiten noch eine kurze Pause machen, damit noch mal ein bisschen Getränke nachgereicht werden und ein bisschen den Haushalt aufgefüllt werden. Aber ich denke mal, letztendlich, wir sind gut im Saft drin und ich denke mal, das wird schon gut gehen. Obwohl ich normalerweise, sage ich einfach, vom Verbandsebene finde ich es schon... Gelinde ausgesagt beschämend, weil man wusste, dass heute der heißeste Tag wird, von vielleicht vom ganzen Jahr aus, dann hätte man generell die Anstoßzeiten vielleicht auf 18 Uhr legen können, weil dann wäre es angenehmer, ein bisschen Wind, für alle die gleichen Bedingungen, die Fans hätten sich darauf einstellen können, wären später gekommen, weil es ist ja heute bei der Hitze, darfst du auch nicht mit zu viel Fans rechnen, weil jeder sitzt ja lieber zu Hause, Füße im Schwimmbad oder lässt sich von Mutti ein kühles Getränk bringen, als wie in der Hitze zu stehen, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Okay, letztes Wort noch zu Wülfrath. Die kennen wir eigentlich nur aus Testspielen und von der Aufstellung kannte ich jetzt nur den Trainer, den Joachim Hopp. Damals noch aus Duisburg. Wen kennen wir da so? Die haben einen neu verpflichteten Tolga, der bei uns gespielt hat, genau, der von uns aus nach West gegangen ist. Ich denke mal, ein sehr interessanter Mann, ne? Sonst kennen wir halt nur die Testspielergebnisse. Wir haben bisher immer da verloren. Aber vielleicht ist das ja auch gerade für uns gut, dass sie uns vielleicht unterschätzen. Und wie gesagt, mal gucken, was passiert. Ich hoffe auf einen Dreier. Und ich denke mal, dass wir heute Abend mit einem Dreier unseren Geburtstag zu Ende feiern können von unserer Schwiegermutter. Wir haben auch schon mal da gespielt, da waren es wirklich 40 Grad weniger. Ich erinnere mich daran. Das ist extrem heute, ne? Ja, extreme Unterschiede. Da war es unheimlich kalt, Schnee und Eis da. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Aber dann haben wir gegen alles gespielt, was möglich ist. Vom Wetter her zumindest halt. Ne? Alles klar, Peti. Dann schauen wir, was es gibt. Vielen Dank. Bitte. Ja, dann sind wir.